Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin, wie man unschwer erkennen kann, aus dem Urlaub zurück. Kevin hinter der Kamera ist auch aus dem Urlaub zurück, wie ich unschwer erkennen kann. Beide ein bisschen braun geworden, ja. Urlaub war aber gut. Ja, war in Ordnung. Ich war ja das erste Mal tatsächlich mit dem kleinen Fritz im Urlaub. Und ich sage euch, ist ein ganz anderer Urlaub, als wie man den sonst so gewohnt ist. Weil so einfach einen ganzen Tag lang auf der Liege legen und gar nichts machen, das ist normalerweise mein Urlaub. Funktioniert da natürlich gar nicht mehr, aber war trotzdem... Umso cooler. Ja, nee, wir waren eigentlich auf einer Hochzeit in Spanien eingeladen und haben einfach ein paar Tage rein. Wetter war Bombe. Also, jetzt kurz eine organisatorische Sache, weil hier zufälligerweise gerade das Heftchen liegt. PS Days, 8. bis 10. Juli in Hannover, läuft im vollen Gang und vielleicht hat es der eine oder andere noch nicht mitbekommen. Am Samstagabend ist tatsächlich auch noch eine XSK Night auf dem Gelände, direkt vis-à-vis nebenan. Das heißt, ihr erinnert euch vielleicht an dieses Vortreffen, was ich vor ein paar Jahren gemacht habe, was so eskaliert ist. Genau da wird die XSK Night stattfinden und drumherum in den Hallen ist jetzt eigentlich PS Days. So, das heißt, wenn ihr Bock habt, fleißig Gas geben, XSK Night und PS Days kann nun voll eskalieren. Was hatte ich noch auf dem Herzen? Nächste Sache, das letzte Video, was wir online gestellt hatten am Sonntag, der eine oder andere von euch hat das vielleicht so wahrgenommen, als wenn das ein Lückenfüller sein sollte. An der Stelle wollte ich nur einfach nochmal sagen, bei uns gibt es keine Lückenfüller. Wir machen das Ganze immer noch aus einer Leidenschaft heraus. Natürlich müssen die ganzen Mitarbeiter bezahlt werden. Das kommt natürlich über die YouTube-Einnahmen, aber es ist jetzt nicht so, wie der eine oder andere von euch vielleicht denkt, dass wir diese Videos nur dafür machen. Sondern es war eher anders. Ich wollte eigentlich eher gar kein Video bringen, weil der ein oder andere von euch weiß es natürlich, mit einem Kind sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Meine Frau ist da wirklich sehr entspannt und mein Zeitfenster ist immer noch relativ groß. Aber wir hatten es definitiv vorher nicht geschafft, genug vorzubereiten. Und dann kam Kevin auf die geniale Idee, einfach mal aus dem Pornmaterial ein cooles Video zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass das nur Carporn sind, sondern ich fand einfach, dass es eine coole Handlung der letzten Monate war. Und ich glaube auch, dass viele von euch diese Carporns zwischendrin immer gar nicht sehen, obwohl da extrem Arbeit drin steckt. Ist auch nicht schlimm, dass es keiner sieht, weil nicht jeder von euch kann sich jedes Video angucken. Ich finde es eh unglaublich, wie viel Zeit ihr für so einen YouTube-Channel investiert. Er hat einen natürlich, aber deswegen haben wir uns gedacht, ey, kann man doch einfach auf den Sonntag mal bringen. So einen kleinen Zusammenschnitt der letzten Monate, auch so ganz cool. Ich habe es richtig gefeiert, hat mich an die BMW-Videoreihe direkt erinnert und hat mir auch wieder gezeigt, wie geil ich diese BBS-Felgen weiterhin auf dem BMW finde, weil als dann der Porn-Übergang kam mit den BBS-Felgen, war für mich, ja, habe ich mir erstmal ein Kaltgetränk aufgemacht im Urlaub auf jeden Fall, als ich das gesehen habe. Deswegen, falls der eine oder andere doch nochmal reinklicken will, ich mache hier eine Infokarte rein, gönnt euch einfach. Aber bitte nicht immer so viel drüber nachdenken, ob wir jetzt irgendein Video machen, nur weil wir ein Video machen wollen. Ganz ehrlich, ist es mir wirklich in dem Fall dann egal. Der eine oder andere kommentiert auch mal so ein bisschen in die Richtung, dass die Qualität des Channels abnimmt. Da kommentiere ich dann auch sogar immer darauf zurück, weil ich finde genau das Gegenteil. Und auch ganz viele sprechen mich wirklich persönlich darauf an und sagen, Alter, die Entwicklung in den letzten Monaten, echt geil. Liegt natürlich auch daran, weil ihr... Kameramänner so eine gute Arbeit machen, um halt auch mal was Neues reinzubringen. Das heißt als Beispiel nur das Video mit Niki Schelle beim Bergcup. Ich finde einfach, das ist so ein besonderer Stil von dem Video geworden, dass selbst ich, als ich mich bei der Abnahme einmal angeguckt habe, war wirklich, ich fand es einfach nur geil. Also lässt sich auch gut gucken und da kann auch keiner sagen, dass die Qualität abnimmt, weil wir können nun mal nicht 3 Videos die Woche RS4 Limo 2.0 bringen. Geht einfach gar nicht, weil ihr dürft auch immer nicht vergessen, irgendwann ist dann auch der Punkt erreicht, wo das Auto einfach fertig ist. So, da es nicht mehr die Zeiten wie früher gibt, wo wir mit dem Auto jeden Tag auf der Straße Autobahn hoch und runter ballern und das Ding wieder kaputt ist und wieder aufbauen, wie es anfangs des YouTube-Channels war, wird man sich eh dran gewöhnen müssen, dass nicht so viele 2.0-Videos kommen. Und eine Sache muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde die Qualität der Videos, die wir als Ersatz bringen, ist schon wirklich sehr, sehr hoch. Alleine die BMW-Videoreihe, dann solche Videos wie am Bergcup und es sind wirklich viele Videos zwischen. Die Videoreihe jetzt am Wörthersee und so, da muss ich einfach mal sagen, das muss man schon ein bisschen respektieren. Und ich weiß auch, dass ganz viele von euch das richtig feiern und respektieren und auch mir das mitteilen. Aber trotzdem der eine oder andere, der das nicht so sieht, dann guckt es euch einfach nicht an. Weil ich finde es geil, mir macht es extrem viel Spaß aktuell. Es wird wieder Zeiten geben, da wird viel mehr geschraubt. Da haben wir dann vielleicht ein paar Hebebühnen frei und hier ist Projekt 1, 2, 3, 4, 5, die alle durchgeschraubt werden. Kann auch passieren. Lassen wir uns überraschen. So, wollte ich einfach mal gesagt haben, werden eh nicht so viele sehen, weil in diesem Video wird eh nicht jeder gucken. Aber egal, jetzt geht's los. Wir machen heute L wie Launch Control.
Technikon. Geht weiter. Ich lag nämlich letzte Nacht im Bett, konnte nicht einschlafen, weil unser Flug wurde storniert. Das heißt, wir sind im Hotel eine Nacht länger geblieben, sind am nächsten Morgen geflogen. Und immer wenn ich weiß, ich gehe um 11 ins Bett und weiß, ich habe nur ein paar Stunden zu schlafen, kann ich nicht einschlafen. Weiß nicht, hat der eine oder andere von euch vielleicht auch so. Habe ich immer so, wenn ich auch weiß, dass wir ganz früh los müssen, ist so ein Ding. Und da habe ich so überlegt, ey, Launch Control, eigentlich eine coole Sache, weil ich glaube, viele von euch wissen gar nicht, was das ist. Als allererstes geht es jetzt mal los. Wir blenden mal kurz ein paar Launch Control-Läufe ein, wo ich sage, jeder das Geräusch schon mal gehört hat. Jeder von euch denkt, das ist eine Launch Control. Also falsch, ist falsch gesagt. Nicht jeder von euch denkt das, sondern unter dem Begriff Launch Control hat jeder von euch so ein Video schon mal gesehen. Finde ich an sich nicht cool, weil diese Knallerei, die sich jetzt über Jahre entwickelt hat, hat ehrlich gesagt nichts mit einer Launch Control zu tun. Und das wollte ich euch nur heute einmal zeigen, weil der Begriff Launch Control kommt ursprünglich ganz woanders her. Ich habe mich jetzt hier nicht sonderlich darauf vorbereitet. Es wird mit Sicherheit irgendwann mal ein Auto geben, wo das erste Mal serienmäßig eine Launch Control verbaut war. Auf jeden Fall hat die Launch Control folgenden Begriff. Also bei der Launch Control geht es nicht darum, im Stand einfach nur maximal knallen zu lassen, solche Flammen aus dem Auspuff und einfach nur laut und Aufsehen zu erregen, sondern es ging eigentlich darum, wie der Name schon sagt, Launch und Control, einen kontrollierten, maximalen, schnellen Start aus dem Stand hinzulegen. Das heißt, es geht nicht nur um den Moment, wo du stehst, eine Drehzahl anfährst, einkuppelst und das Auto fährt los, sondern es geht natürlich auch um die ersten Meter. Das heißt, ich glaube sogar, dass relativ früh, zum Beispiel Formel-1-Autos, da war es definitiv mal ein paar Saison erlaubt, könnte jetzt uns Maxi auf jeden Fall sagen, als Formel-1-Experte, und MotoGP. Weil da hat dann irgendwann den Begriff Wheelie Control bekommen, glaube ich. Aber da kann man viel besser sehen, was eine Launch Control eigentlich ist. Das heißt, nicht einfach nur 5000 Drehungen fallen lassen, das Ding fliegt vorne weg und fertig. Nee, es geht darum, diesen unteren Geschwindigkeitsbereich maximal schnell zu überschreiten und einfach ein für den Laien, der nicht das Gefühl fürs Fahren hat, eine maximal schnelle Beschleunigung zu erzeugen. Das ist eigentlich ein Launch Control. Formel 1 Auto aus den wilden Zeiten kennt man noch so. Ganz schwierig mit den Dingern loszufahren, das erkläre ich euch gleich, weil diese Autos haben nur Leistung im oberen Drehzahlbereich. Jetzt ist aber, das ist nämlich genau der Punkt einer Launch Control, eine Getriebeübersetzung ist immer linear. So, das heißt, wenn wir jetzt als Beispiel hier unten unsere Drehzahl hinmachen und hier haben wir unsere Kamera, so, dann ist jeder Gang immer so übersetzt. Das heißt, man fährt bei 0 los, hat bei, ich sage jetzt mal 5000 Umdrehungen, hat man 50 km/h. Dann hat man bei 10.000 Umdrehungen doppelte Drehzahl gleich doppelte km/h. So, jetzt ist das Problem, das Ganze ist der erste Gang. Jeder, der jetzt aufpasst, würde feststellen, dass wenn ihr losrollt, den Fuß komplett von der Kupplung habt und die Räder nicht durchdrehen, fahrt ihr komplett diese Drehzahl durch. Das heißt, theoretisch hat euer Auto, das ist auch das Abwürgen, warum es überhaupt eine Kupplung gibt, kurz nach dem Kupplung loslassen, hier unten irgendwo die Drehzahl. Und jeder von euch kann sich vorstellen, was bei einem Turbomotor mit Turboloch oder bei einem Formel-1-Motor, der 20.000 dreht, los ist, wenn der aus dem Drehzahlkeller auf einmal unten raus fahren soll. Da passiert nämlich gar nichts. So, das heißt, dieser Bereich muss mit einer rutschenden Kupplung oder mit durchdrehenden Hinterrädern überbrückt werden. Dass in dem Moment, wenn die Kupplung 1 zu 1 geschlossen ist, das heißt Motordrehzahl gleich Getriebedrehzahl, Eingangsdrehzahl, man in dem Bereich der Drehzahl steht, wo Leistung da ist. Angenommen, diese Kurve wäre jetzt meine Limo. So, angenommen, der neue Motor dreht vielleicht 10.000 Umdrehungen, dann würde das sogar hinkommen, dass wir 100 fahren. So, jetzt weiß jeder von euch, der schon mal ein paar Videos gesehen hat, dass unter 6.000 Umdrehungen dieses Auto definitiv keine Leistung hat.
Das heißt, wir müssten, wenn wir jetzt hier rüber gucken, 60 km/h haben. Jetzt auf den Kopf eine 6 schreiben. Okay, nee, doch. Egal. Das heißt, dieser Bereich von 0 bis 60 ist bei einem, ist eigentlich gar keine Leistung da. Und genau dieser Bereich von 0 bis 60 hat sich dann irgendwann mal einer überlegt, mit der Launch Control perfekt hinzubekommen. Profi da drin ist, wir blenden das mal auf jeden Fall ein, die Porsche GT-Fahrzeuge, GT3, sauber. Die haben einfach die besten Launch Control. Weil da ist es ähnlich, der Sauger hat bis 60 km/h, bis er 6000 Umdrehungen erreicht hat, nimmt das jetzt bei den Zahlen nicht zu genau, das ist jetzt einfach nur so erklärt, bis er bei 6000 Umdrehungen ist, sprich 60 km/h, passiert da bei dem Motor nicht viel. Jetzt könnte man à la, wie ich es persönlich immer mache, Vollgas, 8000 Umdrehungen, Kupplung fallen lassen, dann fährt dieses Auto durch diese 0 bis 60 km/h, aber mit einer konstanten Drehzahl. Das heißt, wir kuppeln hier irgendwo ein und er fährt mit einer konstanten Drehzahl. Wenn die Kupplung geschlossen ist, heißt das, die Raddrehzahl passt nicht zu der Geschwindigkeit, die das Auto fährt. Das heißt, die Räder drehen durch. Durchdrehende Räder bis zu einem gewissen Schlupf ist ideal. Der Schlupf ist aber logischerweise viel zu hoch, weil wenn ihr bei 10 km/h die Hinterräder 80 km/h fahren lasst oder 60 km/h, was die Drehzahl ist, wo das Ganze erst Leistung bekommt, ist das definitiv zu viel Schlupf. Und da kriegt es Porsche halt genau hin, gerade bei den Doppelkupplungsgetrieben, mit einer schleifenden Kupplung anzufahren, dass quasi das Auto dauerhaft bei der Drehzahl fährt, die gerade so notwendig ist, um die Hinterräder durchdrehen zu lassen, und macht quasi mit steigender Geschwindigkeit die Kupplung immer weiter zu. Das heißt, die eigentliche Launch Control funktioniert nicht nur am Start bei 0 km/h, wie diese ganzen eBay und frei programmierbaren Steuergeräte. Gibt natürlich auch welche, die auch noch mehr können, keine Frage. Aber die meisten machen halt einfach nur Knall, Puff, Peng im Leerlauf, kuppeln ein und in dem Moment ist die Launch Control weg. Das ist aber gar nicht der Sinn und Zweck dieser eigentlichen Launch Control, sondern eigentlich ist der Zweck der Launch Control, den Bereich zu überbrücken, wo das Auto in dem Gang noch keine Leistung hat. So. Das heißt, ein Porsche GT3 wird irgendwo, ich sag jetzt mal aus dem Bauch heraus, bei 5000 Umdrehungen losfahren. 5000 Umdrehungen im ersten Gang werden aber bei so einem Auto schon 40 km/h sein. Das heißt, von 0 bis 40, wo er vom Drehzahlband eigentlich absacken würde, muss das Porsche über eine Applikation die Ingenieure hinbekommen, dass es da mit schleifender Kupplung und nicht zu starken Rädern durchfährt. Und das, was dann bei rauskommt, ist die optimale Beschleunigung. Und das nennt sich eigentlich Launch Control. So, das ist die eine Erklärung. Zweite Erklärung dazu, ich hoffe, ihr habt es verstanden, ist Thema Turbomotor. Gerade in der Rallye. Zwischenzeitlich ganz wenig Hubraum, riesen Turbolader, fetten Ladedruck und dann ist es tatsächlich so mit einem langen ersten Gang, weil man will auf der Rennstrecke immer die Spreizung der Getriebeübersetzung möglichst klein haben. Das heißt, erster Gang lang, dann ganz viele kurze Gänge, ist bei Motorrädern auch meistens so. Das heißt, selbst auf Schotter muss so ein Rallye-Auto mit solchen Spikes-Reifen überhaupt erstmal losfahren. Und deswegen gibt es da halt noch eine andere Art der Launch Control. Das ist künstlich Ladedruck aufzubauen. Das heißt, man nutzt den Moment, wo man im Leerlauf steht, Drehzahl hochgeht. Nur Drehzahl hoch würde nicht bedeuten, dass gleich Ladedruck da ist, sondern in dem Moment setzt die eigentliche Launch Control ein und jetzt grob erklärt, man zieht den Zündzeitpunkt von vor OT auf nach OT. Das heißt, der Motor bremst sich selber ein, weil er nicht weiter hochdrehen kann, weil die Energie gar nicht mehr in dem Zylinder ist, sondern da wir nach OT zünden, heißt das, der Verbrennungsvorgang ist so lange, bis das Auslassventil schon wieder aufgeht und man schiebt die ganze Verbrennung in den Krümmer rein. Was passiert dann? Krümmer, Verbrennung, das heißt Turbolader, fängt an zu spulen. Irgendwann spult er so, dass er einen Überdruck erzeugt, wieder Luft in den Motor reindrückt und dann ist das Ganze natürlich ein Kreislauf, der sich immer weiter aufbaut. Und so schafft man es dann mit diesem Auto
ohne Last. Man darf immer nicht vergessen, der Motor dreht ja eigentlich frei. Ihr habt ja die Kupplung getreten und Vollgas. Das heißt, eigentlich könnte der Motor bis ins Nirvana drehen, ohne eine Last hinter. Und deswegen erzielt man diese künstliche Last dadurch, dass man ihn über den Zündzeitpunkt nach OT quasi begrenzt und somit das ganze Abgassystem anfeuert, heiß macht, Laddruck aufbaut, 3 Bar stehen hat, 5 Bar stehen hat, 1 Bar stehen hat, was man halt haben will für den optimalen Start, weil in dem Moment geht dann das Wastegate auf und man kann den Ladedruck regeln und dann kann man mit Ladedruck in dem Moment, wenn man die Kupplung fallen lässt, losfahren. Würde man einfach nur Gasstöße machen bei so einem Auto, sieht man eine Ladedruckanzeige, passiert gar nichts. Selbst 6000 Umdrehungen fallen lassen, startet ihr wirklich mit 0,0 Bar, vielleicht 0,1 Bar bei diesem System mit diesem großen Turboladen. So, das heißt zwei Funktionen. Eine Funktion ist, Turbomotoren ein bisschen vorpumpen, was halt nun mal bei einem Schaltauto sonst nicht geht, über den Zündzeitpunkt, den man grob 45 Grad nach hinten verschiebt, also weit hinter OT. Das heißt, Kolben geht schon wieder runter und dann bekommt er erst die Verbrennung. Das heißt, er verbrennt so lange, bis der Kolben wieder hoch geht. Das heißt, Auslassventil geht auf und Verbrennung geht raus. Erzeugt natürlich eine brutale Temperatur, aber muss man in Kauf nehmen. Zwei Sachen wollte ich euch nur kurz erklären. Einmal, wie man mit der Launch Control Ladedruck aufbaut und einmal, wie diese Launch Control im Rennsport eigentlich genutzt wird, damit das Auto maximal schnell beschleunigen kann. Wieder was Neues gelernt, würde ich sagen. Verständlich? Geht? Doch, sogar ich habe es verstanden, würde ich sagen. Okay, sehr gut. Ja, mittlerweile bist du ja auch schon recht tief drin hier. Naja. Jetzt ist nur die Frage, wo kriegen wir jetzt einen GT3 her, um das nochmal kurz hier auszuprobieren. Bestimmt. Selbst da habe ich drüber nachgedacht, ob es irgendwen in Hannover gibt. Weil ich finde einfach, GT3-Launches sind einfach gerade jetzt 9 und 2. Man merkt auch bei den Autos, dass die Ingenieure da von Mal zu Mal weitermachen. Die wissen natürlich schon ganz genau, wie viel Leistung sie bei welcher KMH für den und den Schlupf brauchen und machen passend dazu die Kupplung zu. Wissen die halt einfach, ne? Aber ja, ich bin neulich ein Auto gefahren, Hyundai i20N. Schalter, weil beim Schalter kommt halt immer noch der Faktor dazu, wie gut ist der Fahrer. Und da hatte ich tatsächlich das Gefühl bei dieser Launch Control, dass es auch so war. Du konntest die Drehzahl einstellen, wo er einkuppelt. Und gefühlt war es auch so, dass nicht einfach nur einkuppeln, in dem Moment wird es komplett freigegeben und dreht einfach nur durch, sondern es war gefühlt tatsächlich so, dass auf den ersten Metern auch noch ein bisschen regelt. Jetzt nicht ein bisschen regelt, dass es so wie so ein ESP-Ruddeln ist, sondern dass man reintritt, aber er die Drehzahl kurz erst hält und dann erst voll aufmacht. Also es gibt scheinbar mittlerweile auch Schalter, wo das auch schon ganz gut funktioniert. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video. Wird geil, Arbeit auf dem Prüfstand. Und bis zum nächsten Mal.